Hallöle und guten Tag, hat er gesagt, nachdem wir ja in der letzten Folge endlich mal das Thema Mann und Frau beseitigt haben und festgestellt haben, da ich doch männlich bin, mit einer sehr femininen Stimme, oder femininen Stimme, besser gesagt, haben wir unseren Auftrag triftig mit dem Ripper Dog und das wollen wir auch mal machen. Bei mir ist das ein bisschen sehr laut irgendwie. Das ist ja lustig. Ich kann mit meinen... Seht ihr das? Ich kann hier laut und leiser machen, ne? Cool, ist als Taste belegt im Spiel. Auch nicht schlecht, wir latschen hier einfach mal durch. Und da ist er auch schon. Ich bin mal gespannt, was jetzt hier so kommt. Vorsicht! Ach nee, zu dem muss ich gar nicht. Da muss er hier hin. Oh Gott. Der sah so aus, ob können wir mit denen reden. Was ist denn das hier? Mystis, Esoteriker. Enchecker. Oder Chakra. Ammonisation. Okay, alles klar. Wir gehen hier einfach mal rein. Hi. Der Vector empfängt dich jetzt. Cool. Ich bleib so lange hier. Misty und ich haben uns viel zu erzählen. Ja, check mal die Alte ab da. Das ist okay. Immer. Erleichtert das Leben. Aber erzähl mir mal ein bisschen. Wir haben einen neuen Job. Von einem großen Fisch im Afterlife. Oh, wird das gefährlich? Keine Sorge, Amor. Wir sind kugelsicher. Ich glaube, der hat mit seiner Art und Weise, wie er spricht hier mit Chica und sowas, Amore, Amore, hat der sehr gute Chancen bei den Frauen. Ich glaube, ganz viele stehen auf sowas. Und ich finde es auch so ganz cool. So. Wo sind wir denn jetzt hier? Hinterhof, okay, alles klar. Hier sind die ganzen Fixer und die... Ist das ein Kind? Da ist eine Muschi. Da ist ein Kind. Mit einer Waffe. Streicheln. Achso, okay, das kommt. Machen wir mal. Ja, ja, du nackte Katze, du. Noch feini. Die streiche ich gerne. Dich nicht. Nein, streiche ich auch gerne. So zufällig, wenn er vorbeikommt. Oh Gott, ey, was ist denn jetzt hier los? Was denn jetzt? Ripper Dog. Obwohl weit verbreitet, ist die Installation von Cyberware immer noch ein gefährliches, invasiver Eingriff, der nun von qualifizierten Spezialisten durchgeführt werden kann. Ripper Dogs. In Nightmare City arbeiten diverse Ripper Dogs, die jeweils eine unterschiedliche Palette an Cyberware-Upgrades anbieten. Wähle eine gewünschte... Was? Kybernetisches Upgrade aus der Liste und dann viel Spaß mit deinen neuen Fähigkeiten. Wow. Vicky, fit wie ein Turnschuh, alter Ripper. Schön, dich zu sehen. Auch schön, dich zu sehen, wie. Ist eine Weile her. Also, was führt dich zu mir? Ich hab Magen. Letzter Job. Hab mich mit dem Neuro von einer Kundin verlinkt und mir vielleicht was eingefangen. Migräne? Übelkeit? Überempfindlichkeit gegen Licht? Das ganze Paket. Okay, Kleine. Wir kriegen das schon hin. Wie geht's sonst so? Ja, das, ja. Ich bin Upgrade. Ah, hier, aber kennst du Dexter? Hab einen neuen Fixer getroffen. Hat mir einen Job gegeben. Dexter DeShawn. Kennst du den? Echte Größe aus dem Afterlife. Aus dir wird langsam was. Okay. Aber gibt's was, das du mir nicht erzählst, Vic? Sei vorsichtig, sonst nichts. Hab einiges von Dex gehört. Ist wohl nicht so gechillt, wie er sich gern gibt. Mhm. Okay. Ich brauch was Neues. Werkzeug, kein Spielkram. Besseres Visier und festeren Griff. Wirklich? Jetzt? Endlich? Vic, jetzt wird's ernst. Hab einen Job von Dex DeShawn. Ein von der Oberliga. Ich brauch richtig gute Tech. Der okay. Dexter DeShawn. Tja, das ist schon was. Aber lass mich raten. Bezahlt hat er noch nicht. War? Hab ich nicht? Was ist das hier? Lügen wir jetzt? Wahrscheinlich schon, ne? Soll ich den ganzen Tag warten? Ich kann das nicht auswählen. Ich hab ja noch nicht das Geld. Hör auf zu Flenwick. Ich bring dir die Eddies später. Mit Zinsen. Du kennst mich. Ein letztes Mal, klar? Was ist denn das rote rechts da? Hier. Was ist denn das da? Das kommt. Setz dich hin.
und entspann dich. Ich weiß nicht, ob ich mich denn entspanne, ne? Kannst du dir nicht mal einen neuen Sitz holen und hier neue Apparate und sowas? Geht doch mal, das sieht ja alles sehr ein bisschen sehr, ja, sehr gebraucht. Ja, was denn los? Ich wollte hier mal gucken. Alter Schwede. Alter Schwede. Das ist aber hier eine ganz schöne Werkstatt. Der macht aus mir einen Robocop, ey. Okay, gut, los, komm, wir setzen uns. Wollte mich nur mal so ein bisschen umschauen. Bin mal gespannt, ey. Erzähl. Hiroshi Optik, das Beste, was ich habe. Und passend für das, was du suchst. Wir kriegen neue Augen. Verlink dich. Ja. Moment, erstmal. Hiroshi? Weg, das ist das Beste, was man finden kann. Okay. Klingt für mich, als wäre es genau das Richtige. Naja, nehm ich. Ich hab versprochen, dich zu bezahlen, aber das... Das könnte ein bisschen zu viel sein. Uns beiden fällt schon was ein. Im Moment will ich nur, dass du in einem Stück wiederkommst. Mit den Eddies. Ja, das stimmt denn, ne? Lieber was richtig Teures verbauen, damit du weißt, dass der Kunde auch dann wiederkommt. Beziehungsweise noch am Leben ist. Du schaust dich um und wählst aus. Ich scanne. Mal sehen, was da drin los ist. Alter. Kybernetische Implantate sind mechanische Ersatzteile für organische Körperteile. Zum Beispiel Augen. Ich habe heute einen Durchblick. Sie verleihen dir mitunter übermenschliche Fähigkeiten, die deine Kampffähigkeiten verbessern und dir dabei helfen können, Gefahrensituationen leben zu überstehen. Obwohl die Installation von Cyberware im Jahre 2077 weit verbreitet ist, handelt es sich dabei immer noch um einen gefährlichen, invasiven Eingriff, der nur von Kollision. Na, das kennen wir schon. Okay. Ich bin bescheuert. Hände verfügbar. Und was ist das hier? Okularsystem. Boah, Alter, mach mir fette Augen, ey. Bams, Alter, bumse bitte rein. Bitte. Heißt das schon jetzt? Was ist das hier? Alle Items? Achso, das unten, das habe ich schon installiert. Standard? Okay, dann gehen wir wieder zurück. Ah, jetzt haben wir es drin. Boah. So viel Geld habe ich nicht, ne? Und dann das hier. Kostet das was? Ne, auch nicht. Neue Hände. Oh, ich habe gar nicht durchgelesen. Wir lesen uns das gleich nochmal durch. Erhöht die Chance auf Querschläger mit Powerwaffen. Verbindet die optische Implantate des Benutzers direkt mit dem Waffensystem, wodurch Daten in Echtzeit verfolgt werden können. Alter. Hier. Diese optische Cyberware von Kiroshi bietet eine extrem beliebten Reihe von elektroneuralen Verbesserungen mit Scanfunktionen für die Umgebung des Benutzers. Boah, Digga, Alter. Was ist denn hier los? Was ist hier? Hier haben wir auch noch was. Was kann das? Nicht das leistungsstärkste Cyberdeck auf dem Markt, aber ist dennoch für viele Funktionen zu gebrauchen, auch wenn man bei allem ein wenig Geduld braucht. Normale Speicherkapazität, Slots, Puffergröße 4. Was ist das hier? Puffergröße. Selten, episch. 25.000. Das kann ich gar nicht reinmachen. Voraussetzung, was? Was stand da? Voraussetzung? Nicht erfüllt. 11 Street Crit? Alter, ich kann das noch nicht. Mark One, wie gesagt, ein guter Scanner. Zeig Daten auf deiner Netzhaut an. Das Sahnehäubchen ist der eingebaute Linsendisruptor. Einfach gesagt, Überwachungskameras nehmen dein Gesicht nur verschwommen wahr. Yeah. Aber denk dran, dein Körper ist trotzdem zu sehen. Der ist aber männlich. Das sollte gehen. Reagiert auch auf Kiroshi-Tech. Was machen wir denn jetzt? Bin bereit. Leg los. Perfekt. Dann los. Alter, hau mir das jetzt bitte ins Gesicht. Leg deinen Oberliga-Arm dort ab. Oberliga? Ja, los, komm. Nicht mehr quatschen. Tun, Alter. Genau so. Danke. Jetzt noch ein Anästhetikum. Ein wird geschnitten. Oh, oh. Spürst du was? So wie immer. Ich spüre kein bisschen. Weißt du, du fragst mich das jedes Mal.
Warum sollten die Dinge plötzlich anders sein? Sicher, Kleine, ist ja nicht so, als gäbe es ein Risiko auf einen Hirnschlag oder Lähmungen. Aber was weiß ich schon, bin ja nur Arzt. Das dachte ich mir. Ich schalte kurz das Licht aus, okay? Alter. Okay, testen wir's. Jetzt wird's magisch. Ich verlinke dich. Anfangs könnte dir unwohl sein. Verschwommene Sicht, wenig Kontrast. Glitches. I don't like glitches. Also, wie sieht's aus? Fühlt sich alles gut an? Alter, echt jetzt so hier? Naja, ich hab echt schon Besseres gesehen. Ja. Geduld, Kleine. Gucken ja den an. Wenn du Menschen mit deiner optischen Cyberware scans, erhältst du viele nützliche Informationen, zum Beispiel darüber, wie stark deine Gegner sein könnte, wer zu seiner Crew gehört oder was für Waffentypen er verwendet. Als fähiger Netrunner erhältst du deine Liste an Quick Hacks, die du deine Gegner gegen deine Gegner einsetzen kannst. Okay, okay, okay. Zeit für den Scanner. Okay, wir scannen. Du brauchst vielleicht eine Gewöhnungsphase, aber beim ersten Mal tut's halt weh. Der Scanner sollte sich irgendwann mit deinen Gedanken synchronisieren und deine Absichten auslesen. Resistent, ne? Dann habe ich noch einen NCPD-Datenscanner eingebaut. Wow. Damit du, wenn du auf irgendwelche Schurken triffst, weißt, was sie getan haben. Alter, richtig geil. Fahndungsdatenbank. Du hast nun Zugriff auf die Datenbank mit Personen, auf die ein Kopfgeld ausgesetzt ist. Du kannst die Gefangenen mit deinem Scanner identifizieren. Da sie alle tot oder lebendig gesucht werden, ist es dir überlassen, welche Methoden du dir das Kopfgeld sichern willst. Das sollte wunderbar klappen. Oh. Jetzt zieh deine Waffe. Du solltest deine Munition und ein brandneues Visier sehen. Alter. Alter. Ja, was ist denn eigentlich mit dem Virus? Was ist mit dem Neurovirus vom letzten Job? Kannst du das checken? Längst beseitigt, als ich dein Implantat eingesetzt habe. Hab alle Schaltkreise gescannt und den kleinen Bastard frittiert. Bist jetzt offiziell bugfrei. Boah. Scheiße, Victor, nicht schlecht. Ich bin sprachlos. Ich auch. Nimm das hier und denk an die Dosierung. Zwei Züge jetzt und weitere zwei in einer Stunde. Ja, was denn das? Was ist das für ein Zeug? Ein mildes Stim. Verbessert Neuroübertragungen und unterdrückt Nebenwirkungen, bis das Implantat voll funktioniert. Geil. Heftig, ey. Danke nochmal, Vic. Du bist der Beste. Ich schulde dir was. Natürlich, ja. Dann los, Kleine. Zeig ihnen, was du kannst. Ich weiß nicht, und wenn du ganz oben bist, vergiss nicht, woher du kommst. Wo bleibst du? Beweg deinen Arsch. Ja, ja, mach doch in Ruhe. Was ist denn das hier? An deine Deckung, du Volltrottel! Da guckt er eh nicht zu, ne? Zu. Ja. Los, Z, lesen. Wo bleibst du? Beweg deinen Arsch, Checker. Dex wartet auf uns. Ja, Chica. Dex sagt ja mal Checker jetzt. Okay. Deckung, du Volltrottel! Ich will hier hinten... Haben wir nicht so was wie Licht oder so? Alter, was habe ich denn jetzt gedrückt? K. Was? Itemherstellung? Ey, leck mich jetzt. Können wir auch Waffen herstellen? Was ist denn das hier? Blockiert? Ich würde das herstellen. Ey, Digga, mach hin. Gewöhnliche Item-Komponenten. Los, schlag zu! Digga, hast du nicht noch irgendwas hier? Was hier rumliegt? Left Jab, Moxer, Mantel. Deine Deckung, du Volltrottel! Na los, schlag zu! Ich will noch mehr haben. Ah, ich glaube, hier gibt's nicht mehr, wa? Was ist das hier? Was ist denn drinne? Da ist nichts drinne. Eine Splittergranate. Geil, Alter! Weise eine Granate, ein Kampfgadget, Quickslot in dein Inventar zu, damit du sie während des Kampfes leicht einsetzen kannst. Locker, Digga. Locker. Links, verdammt!
So, okay, gut. Wir sind hier fertig. Ich denke mal, hier gibt es jetzt. Deckung, du Volltrottel! Wer gewinnt? Hernandez! Weißt du, früher hätte Malone dieser Krüppel längst auf dem Boden gelegen. Aber jetzt hat jeder Schädelpolster drin. Schluckt 75% jedes Hiebs. Alter. Es fehlt dir, oder? 21.000. Achso, das ist das, was ich bezahlen muss. 21.000! Wie läuft der Laden? Kann mich nicht beschweren. Die Konzerne lassen mich in Ruhe und Saka heuert wieder Söldner an. Die alle die neuesten, besten Implantate brauchen. Schon besser, dass Misty dir hilft. Die kann dein Gejammer gut ab. Ja, mich in ihrem Laden einzumieten war eine super Entscheidung. Ja, ja, und jetzt tschüss. Weißt du was? Ich glaube, du bist der Einzige in Night City, der zufrieden ist. Ab einem bestimmten Alter hast du keine Illusionen mehr. Wird das Leben viel einfacher. Würde ich jetzt nicht behaupten. Aber jetzt steht hier, sprich mit ihm? Achso, wegen Geld. Nee, wollen wir doch gar nicht. Was ist denn jetzt eigentlich hier mit meinen... Ich muss doch irgendwie... Da, Job. Ripper Doc. Wenn du mal wieder Bock auf Chrom hast, wirst du keinen besseren Ripper als Victor finden. Naja, aber das ist ja jetzt... wir wollen ja... Der Auftrag hier, das hier, ne? Jedes Mal. Das Geschenk. Welcher war denn jetzt? Die Waffe. Ey, wir machen das jetzt hier, wa? Ich weiß gar nicht so richtig, was ich hier über... Ach nee, stopp mal. Moment. Ich bin ja doof. Journal? Ach, wir gehen einfach mal nach oben jetzt hier. Ich weiß nicht, was mit denen da los ist. Aber wir müssen doch hier eigentlich mit unseren Checker... Mit unserer Chica reden. Wo ist er denn? Glaubt ihr wahrlich, dass die, die euch eure mechanischen Augen verkaufen, niemals selbst einen Blick wagen? Kameras sind überall, sogar in uns. Eure Freuden, eure Sorgen und euer Leben, für die ist es ein bloßes Haus. Ey, 35 Meter ist Friseur oder so, ne? Was ist mit Ihnen hier eigentlich? Was ist das? Netrunner, Daten. Achso, ah, das ist ein Polizist, okay. Netrunner, Powersprung, überhitzen. Resistent gegen, keine Ahnung, was, kann ich never lesen, ey. Noch nicht mehr in 100 Jahren. Er will zum Friseur, da ist ein Friseur angezeigt. Wo ist denn der Friseur? Ich will zum Friseur. Na, ist das hier so eine Info-Dings oder was? Ziel auswählen. Ach, dann kann ich reisen oder was? Wie komme ich denn da nach unten, ne? Ja, sag mal, Jungs, geht's hier irgendwie in Abgang oder so? Leck mich doch! Leck du mich doch! Ach, hier, okay. Ah. Ey, Digga, ich muss da. Ach, das ist der Dog! Ach, leck mich! Na so. Ich will aber eigentlich. Will ich wirklich unser Dings machen? Aber ich habe doch mit Victor gesprochen. Besser spät als nie. Ich kenne die Ripper. Na, na, na. Was? Es kommt. Ja. Ich weiß nicht mehr, welche wir hatten. Zahle Schulden. Ich habe doch. Alter, was willst du denn jetzt? Der Ripper Dog, ja. Muss ich jetzt trotzdem mit den quatschen? Eure mechanischen Augen verkaufen, niemals selbst einen Blick wagen. Kameras sind überall. Was will der denn? Victor, war da der Typ unten oder bin ich doof? Wir haben doch schon mit denen gelabert. Was soll ich denn jetzt nochmal da unten labern? So, hier. Victor. Ich will gar nicht. Der Laden. Kann mich nicht beschweren. Die Konzerne lassen mich. Schon besser, dass Misty dir hilft. Ich... Ja, mich in ihre. Weißt du was? Abnimm.
Wie kann ich denn auf mein Telefon zugreifen? Stopp mal. Hier, nee, Quatsch. Nicht den. Nein, nein, nein. Charakter, Karte, Item, Inventar. Nein, nein, nein. Da, Journal. Aber ich kann auch... Journal Splitter. Wo ist denn mein Handy eigentlich? Werte, Nachrichten, da. Nachrichten. Da, Jackie Wells. Wo bleibst du? Bewegt dein Arsch hier? Dex wartet auf uns. Ja, ich muss ja auch machen. Aber ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Victor Bauer, der hat sich eine Bezahlung mehr als verdient. Ja, bei uns in Heft der Relation, Geburtstag, Vater, Vater, höchste Zeit, bla bla bla. Ja, ich mach das jetzt. Ich weiß nicht, wo ich, hallo? Ne? Das war total ein Fehler, mit denen zu quatschen, weil irgendwie die Waffe bei Dingsbums ab. Wie war denn, wie konnte ich denn eigentlich mein Auto holen? Wisst ihr das noch? Wo ist hier eine Hauptstraße? Ich weiß nicht, wie viel Meter. Das steht ja auch noch nicht mal da. Ja, 100. Ja, 75. Das geht ja noch, aber ich weiß ja nicht, welche Kurven. Ja, falsche Ecke. In mich rein. Welche Ecke ich hier lang laufen muss. So, ab raus. Kann ich nicht mein Auto holen? Wie hole ich denn mein Auto? Wie war denn das? Wisst ihr noch? Ach da, V. Dicker, ist hier Stau oder was? Boah, echt jetzt? Warum ist denn hier Stau? Nein, mir kann keiner mehr helfen, glaube ich. Boah, ich komme hier noch nicht mal durch. Geh weg, du Texas-Verschnitt, du. Baby. Digga, hau ab, das Grün, ey. Das ist ja wie hier. Fahr doch mal. Oh, was ist denn los? Und ich fahre unten in die falsche Richtung. Boah, das ist jetzt schon ein bisschen wahr. Das ist auch so ein Real Life, wahr? Ey, da könnt ihr kotzen, dass die meisten einfach nicht Auto fahren können. Ja, wenigstens fährt der, ey. Was ist das eigentlich hier? Wo bin ich hier? Raus hier. Hat sich voll gelohnt, Auto zu fahren. Aber ist mir egal. Ich kann ja irgendwie die Mission gar nicht machen. Ich weiß gar nicht, was los ist. Was mit euch hier? Alter, was ist denn hier? Habt ihr noch Pixel-Lade-Probleme oder was? Kampfstim. Oh, Chica, was bist du denn? Wieso muss ich denn jetzt wieder nach oben eigentlich? After making waves in Tokyo, Sydney, and Paris, their next stop is on your doorstep. Night City, expect the unexpected. Was hier geil. Völlig bekloppt. Also in der Welt würde ich ja, ja, kaputt gehen, glaube ich schon. Ey. Das wäre mir viel zu wild, viel zu bunt, alle durcheinander. 10.000 Milliarden Menschen. Irgendwie springt doch dieser Punkt hier immer von links nach rechts. Besonders wo die Waffe bei Wilson ab. Ich hoffe jetzt wirklich, dass es hier eine Waffe gibt. Und dass hier alles ungefährlich ist. Aber das sehen wir alles in der nächsten Folge. Wir haben neue Glubscher. Richtig geil. Freut mich auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Zioni.